hat dann große Schimpfkanonaden losgelassen gegen die Strukturen im chinesischen Kahnverband. Jetzt der Vierer. Lutz Altepost am Schlag. Der Potsdamer. Dahinter der Berliner Norman Bröckel, der Potsdamer Thorsten Eckbrett und der Karlsruher Björn Goldschmidt. Die Ungarn in grün. Weißrussland ebenfalls in grün da oben mit dem weißen Boot über den Deutschen. Die ersten drei kommen ins Finale, auch in dieser Klasse. Und das FES-Boot am Schlag mit Lutz Altepost nach 250 Metern ganz knapp vorn vor Weißrussland und Ungarn. Die Chinesen an vierter Stelle. Aber es gibt noch ein Mordsrennen auf den weiteren 750 Metern. Wirklich schade, dass nicht auch die 500 Meter olympisch sind. Es ist einfach spektakulär, es sind einfach tolle Bilder. Würde die Attraktivität dieser Sportart verstärken. Aber freuen wir uns wenigstens, dass der Vierer olympisch ist. Deutschland führt vor dem Olympiasieger vor Ungarn. Fast Bord an Bord auf den Schlagplätzen Lutz Altepost und Martin Sieg. Deutschland immer noch 900stel vorn. Die Weißrussen an dritter Stelle. Und jetzt der Versuch eines Zwischensports bei den Ungarn. Es scheint mit Erfolg. Sie haben sich vor das deutsche Boot geschoben. Aber alles kein Grund zur Aufregung. Erst im Finale würde es aufregend werden. Denn hier qualifizieren sich die ersten drei. Und da sollten Ungarn und Deutschland auf jeden Fall dabei sein, aber Weißrussland kommt auch immer stärker. Allerdings nach wie vor Deutschland vor Ungarn, Weißrussland und dahinter dann mit respektablem Abstand China. Und schauen Sie sich mal diesen knappen Kampf an. Jetzt den Sport der deutschen Mannschaft. Also die scheinen wirklich im Ausdauerbereich unglaublich geackert zu haben. Im zweiten Trainingslager noch in Duisburg. Bei allen Booten fällt mir auf, dass sie auf den letzten 250 Metern mächtig zuzulegen haben. Auch hier bei diesem Vierer. Ungarn versucht zu kontern. Und das tun sie. Also das ist schon wie ein vorweggenommenes Finale. Wieder dieser ewige Klassiker. Deutschland-Ungarn. Deutschland führt immer noch. Sieg vom psychologischen Vorteil und Bahnvorteil. Deutschland gewinnt. Deutschland gewinnt vor Ungarn und Weißrussland. Boah, war schon ein Mordsrennen. Sehr schön. Lutz Altepost, Norman Bröckel, Thorsten Eckbrett und Björn Goldschmidt sind offensichtlich auch in guter Verfassung. Freut mich auch für den neuen Mann, für Thorsten Eckbrett.